Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute aus Hamburg für euch. Ich gehe nachher nämlich zur Recaro-Präsentation auf der AIX. Das ist die Airline Passenger Interior, glaube ich, so heißt das. Und dort gibt es dann die neuesten Produkte, was im Flugzeug verbaut wird. Neue Sitze, neue Technologien im Prinzip. Airbus stellt neue Sachen wahrscheinlich vor. Letztes Jahr wurde die XL-Bin vorgestellt. Im Rahmen dessen war ich ja auch bei der XLR beim Erstflug hier in Finkenwerder in Finki unterwegs. Ja, natürlich. Deshalb gibt es heute eine verkürzte Version von Frequent Traveler TV von euch. Ich habe euch ein paar Themen rausgesucht. In Istanbul ist auch die AGM, das ist von der IATA, die Annual General Meeting. Und da ist es so, dass die ganzen CEOs sich getroffen haben. Carsten Spohr, aber auch Topi Manner, Martin Gauss, alle, die da in der Welt unterwegs sind als CEOs von Airlines, sind dort vertreten. Und da gibt es ganz interessante Communiqués. Ja, das erste Thema, was ich mit euch besprechen werde, ist, dass die Zahlen geil werden. Das heißt, Fluggesellschaften machen mehr Gewinn als erwartet. Rüpelhafte Passagiere sind ein Problem. Dann gibt es Neuigkeiten von der Lufthansa und Air Dolomiti. Was passiert mit Air Dolomiti? Carsten Spohr hat sich in Istanbul geäußert. Weiter geht es dann natürlich mit TAP, ja, und Lufthansa. Müssen wir auch nochmal gucken, was das hat. Und ich habe für euch nochmal was aus der Welt der Meilenpunkte und des Status. Das ist Emirates Skywards. Da gibt es eine Promotion. Abonniert den Kanal, denkt dran, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen und ganz, ganz wichtig, kommentiert. Ich finde es immer schade, wenn die Sendungen, die nicht live sind, so wenig Kommentare kriegen. Also ich würde mich freuen, wenn ihr da kommentieren würdet. So, jetzt haben wir das erste Thema und zwar, das ist ein gutes Jahr für die Luftfahrt, was kommt. Heißt also, nach den herben Verlusten, die man in der Krise in 2023 hinter sich lassen konnte, Corona war halt wirklich ein Thema, aber 2023 hat bisher doppelt so viel Gewinn gebracht, wie gedacht. Carsten Spohr hat ja auch erst gesagt, 2026 werden wir die Vor-Corona-Zahlen erreichen. Nein, man ist jetzt im Oktober schon dabei, diese Zahlen zu erreichen. Die IATA hat gesagt, dass im Dezember 4,7 Milliarden Dollar das Ziel waren, das, was man prognostiziert hat. Aber es ist wesentlich mehr gewesen. Dennoch ist die Branche immer noch nicht so, dass man mehr verdient als damals, weil natürlich nicht ganz so viele Flugzeuge in der Luft sind. Fluggesellschaften haben weltweit einen Profit von 26,4 Milliarden eingeflogen. Im ersten Pandemiejahr waren es Verluste von 137,7 Milliarden US-Dollar. Also das sind Wahnsinnszahlen, wenn man sich das anguckt. Immerhin im Folgejahr waren es nur noch 41,9 Milliarden. Also es ist so, dass 2022 voraussichtlich mit 3,6 Milliarden schon deutlich glimpflicher abgegangen ist. Das heißt also, dass man da schon den Trend gewendet hat. Für 2023 prognostiziert die IATA nun einen Gewinn von 5,1 Milliarden Dollar. Mehr als achtmal so viel, als man prognostiziert hatte vorher zu dem ganzen Thema. Wichtig ist auch, dass der Passagieranteil in Europa sich nicht so schnell erholt wie im Rest der Welt. Europa hinkt hinterher. Das ist so, dass in Europa das Flugangebot bereits 5% größer ausfallen wird als in der Vorpandemie in Nordamerika, ist das der Fall. Und das Passagieraufkommen ist halt immer so, dass man jetzt noch sagt, weltweit irgendwie 2%. In Europa hingegen ist das Flugaufkommen in 2023 2% unter dem Vorkrisenniveau. Also ist jetzt nicht so ganz so dramatisch, wie es sich anhört. Nichtsdestotrotz ist es so, dass man im vergangenen Jahr den Profit zufolge 9,1 Milliarden Dollar, rund 800 Millionen niedriger als zuvor geschätzt, aber für 2023 jetzt mit Gewinn von etwa 11,5 Milliarden. Das sind Zahlen, die kann man sich gar nicht ausdenken. Im Nahen Osten 1,4 Milliarden Gewinn in diesem Jahr und da geht man auf 2 Milliarden zu. Wir erinnern uns, Emirates hat ja Wahnsinnsgewinne gemacht und auch an sein Personal ein halbes Jahr, quasi 6 Monate Gehalt nochmal zusätzlich als Bonus ausgezahlt. Also da ist wohl Heckenbrand angesagt. In China ist es halt so, dass dort ein Verlust in 2022 von 13,5 Milliarden eingeflogen ist, weil dadurch die Pandemie natürlich immer noch komplett im Gange war in 2022, was die Restriktionen angegangen ist.
aber man wird es wohl mit 6,9 Milliarden dieses Jahr halbieren. Einen ähnlichen Trend und mit etwas anderen Fehlbeträgen gibt es natürlich auch in Lateinamerika und in Afrika. Das sind natürlich gute Nachrichten aus Istanbul von der AGM. Da ist auch, ich hätte jetzt fast gesagt Matt Walsh, das ist gar nicht Matt Walsh, das ist Willie Walsh. Das ist übrigens der Vorsitzende der Veranstaltung der IATA, er kennt ihn, er ist der Vorsitzende gewesen von der IAG, also das heißt von der British Airways und so weiter. Der ist dann dahin warm und trocken übergewechselt. Also ein interessanter Job. Ein weiteres Thema, was man auf der AGM besprochen hat, sind Passagiere, die rüpelhaft sind. Ja, ganz genau. Das ist ein Problem, denn die Zahl der Zwischenfälle ist im vergangenen Jahr gestiegen. Und nicht nur, weil es deutlich mehr Flüge gab als während Corona, sondern es ist auch so, dass es in 2021 durchschnittlich einen von 835 Flügen gab, wo so etwas passiert ist. Jetzt im vergangenen Jahr sind es bei 568 Flügen Vorkommnisse. Das ist also bei einem Flug von 568 ist natürlich wesentlich mehr. Und der wachsende Trend ist wirklich ein Problem, sagen die Aufsichtsräte bei der IATA. Der Generaldirektor Konrad Clifford sagte, dass ein Problem wird. Ich weiß jetzt nicht, was es für Themen sind, weil die Corona-Sachen, die Maßnahmen sind ja eigentlich rückläufig. Deshalb sollten die Leute ja auch da nicht mehr so agro unterwegs sein, will ich mal sagen. Und während Corona agro mit der Maske unterwegs war, war sowieso viel am Platze, weil hey, die Fluggesellschaften setzen nur das um, was der Gesetzgeber sagt. Und sobald der Gesetzgeber sagt, wir machen es nicht, selbst als der Gesetzgeber gesagt hat, ihr müsst doch die Maske tragen, haben auch einige Fluggesellschaften. Wir kümmern uns nicht drum. Wir erinnern uns an die Lufthansa, die gesagt hat, Maskenpflicht ja, aber wir kontrollieren es nicht mehr. Also insofern ist es da das Problem, dass die Passagiere sich nicht an Einweisungen von der Crew halten. Und damit ist es so, dass die Crews da beschimpft werden. Und meistens sind es leider auch betrunkene Gäste. Und das ist halt wirklich ein Riesenproblem, dass wir, die wir Gelegenheitsalkoholiker sind, na, ich trinke keinen Alkohol, wisst ihr, ist das so, dass dort natürlich das Problem ein riesiges wird, wenn Leute betrunken sind und damit dann auch ja, unreasonable sind, also auch dann nicht mehr zugänglich für Argumentationen. Passagiere sind auch zu Toiletten gegangen, um zu rauchen. Ist auch ein Riesenproblem geworden. Das geht gar nicht. Und auch anschnallen ist auch ein Problem, dass Leute, die sich anschneiden, übrigens auch angetrunken sind. Also das heißt, Alkohol spielt eine große, große Rolle bei diesen Themen und gibt auch gewaltige Angriffe. Allerdings hat es somit dann bei 2022 rein rechnerisch solche Übergriffe gegeben, die gewalttätig waren, nur bei 17.200 Flügen. Also ihr seht, das ist wesentlich mehr, aber trotzdem immer noch zu viel, solange es einen gibt. Die IATA möchte halt auch wirklich dass die Länder härtere Strafen einklagen können, beziehungsweise auch dann verhängen, dass die Passagiere dann auch merken, dass da nichts kommt. Und das finde ich natürlich auch schön. Aber man muss halt wirklich gucken, ob Alkohol da nicht dann für alle dann irgendwie restriktiv gehandelt wird. Und das ist dann halt das Problem, dass die saufen, um ihre Angst zu besiegen und dann vielleicht übers Ziel hinausschießen, ist natürlich ein Riesenproblem. Aber da bin ich auch mal gespannt, was ihr dazu sagt. Alitalia, ITA, egal wie die Bude heißen wird, wenn Lufthansa die jetzt mit 41% übernimmt und wir hoffen ja alle, dass das positiv verläuft, dass man dann wirklich auch fast 100% nehmen kann und vielleicht den Start auch rausbekommt, ist Air Dolomiti. Bei der Air Dolomiti gab es natürlich direkt Panik in Verona, als man gehört hat, die sind da am Verhandeln mit der Alitalia ITA. Und ich sag mal so, für mich ist das immer noch die Alitalia. Carsten Spohr sagt, nee, das ist die ITA. Das müssen wir uns so vorstellen wie die Swissair und die Swiss. Weil das sind alles schon restrukturierte Firmen und Firmen, die auch wieder aufgepimpt worden sind, dass es dort aufwärts gehen kann. Und deshalb sagt er, nein, beide Firmen werden gebraucht. Einmal natürlich, glaube ich, was passiert, wenn das mit der ITA nicht funktioniert? Dann braucht er die Air Dolomiti auf jeden Fall. Und das andere ist natürlich, wenn man den Kritikern auch glauben darf, dass es ein Himmelsfahrtskommando ist. Und
Carsten Spohr legt halt wirklich viel Wert drauf, dass er sagt, das ist nicht Alitalia, Freunde, das ist ITA. Ganz wichtig, ITA. Auf jeden Fall ist es so, dass es ein neues Unternehmen ist in seinen Augen. Man starte nicht bei Null, sondern man könne gleich beginnen, den Umsatz bei der ITA zu steigern. Ich bin mal gespannt, wie es in einem Jahr bei der Lufthansa aussieht und was bei der ITA dann geworden ist. Und man kann sagen auch, dass man die Teilnahme von ITA Airways an unserem Langstrecken-Joint Ventures sehr viel bringt. 2/3 der Einnahmen auf Fernflügen stammt nämlich aus diesen Verbünden. Das ist natürlich auch wichtige Information. Und dann ist auch die Einbindung von Miles & More ganz wichtig, dass ITA bei Miles & More reinkommt. Damit ist Miles & More dann auf dem italienischen Markt auch relativ stark vertreten, in der Hoffnung, dass wir vielleicht bei der ITA auch mal Meilenschnäppchen der Business Class bekommen. Ne? Hallo, Meilenschnäppchen, ITA. Und am Anfang vielleicht auch wie bei der Eurowings Discover mit reduzierten Copay, ne? Steuern und Gebühren. Nun gut, auf jeden Fall ist so, dass man der Air Dolomiti einen größeren Posten zuschanzen will, dass sie von kleineren Flughäfen Zubringer fliegen und damit dann halt auch wirklich das große Netz fiedern. Und das sind dann weitere Aufgaben, die Air Dolomiti hat. Man möchte die damit beauftragen, auch nach Rom zu fliegen. Das heißt also, dass man da halt im Prinzip so eine Art Eurowings Italia oder was auch immer hat, dass die ITA das nicht selber macht, sondern dass man damit halt wieder verschiedene Firmen hat, die man gegeneinander ausspielen kann. Ist halt das alte Lufthansa-Spiel. Und damit ist also ganz klar die Frage nach der ITA-Aussicht von Carsten Spohr in Istanbul beantwortet worden, dass die Air Dolomiti ihre Zukunft weiterhin hat und weiter ihre Berechtigung hat. Interessant ist übrigens auch, man wartet, was Frankfurt das Telefon, oder beziehungsweise andersrum muss ich formulieren, man wartet in Frankfurt, wenn das Telefon aus Portugal klingelt in Bezug auf TAP. Das heißt also, Lufthansa wartet, wie die TAP sich dort positionieren will. Man möchte dort Rauchzeichen oder irgendwelche anderen Signale sehen, dass dort irgendjemand sagt, hallo Lufthansa, helfe. Und ja, man ist sich in Italien handelseinig und Carsten Spohr sagt halt, dass die Konsolidierung auf dem europäischen Markt unaufhaltsam ist und man sieht das ja auch an anderen Märkten, USA und so weiter. Deshalb ist es so, dass aus vielen kleineren Fluggesellschaften immer größere Konglomerate werden und die TAP durchaus interessant ist, aber man möchte natürlich da dann wirklich erst Gas geben, wenn der Deal dort auch gewollt ist. Und wichtig ist übrigens auch bei dem ITA-Deal, Brüssel muss noch Hurra schreien. Also alles noch nicht ganz so in trockenen Tüchern. Ich bin mal gespannt. Die Regierung hatte ja in Bezug auf die TAP, also die portugiesische, mal geschaut, wie die Unternehmensbewertung ist, wie man die TAP bewertet, um zu gucken, wie viel Geld da gemacht werden soll. Aber, und jetzt hört, zuletzt wurde auch klargestellt, einige Anteile dauerhaft selbst als strategische Beteiligung behalten zu wollen. Also das heißt, man möchte in Portugal denselben Weg dann gehen wie Italien, dass man zumindest ein bisschen noch was hat, ein bisschen was sagen kann, ein bisschen da dann, ja, ein bisschen Frieden, hätte ich fast gesagt, hat. Aber ich weiß nicht, warum die Lufthansa da reingeht wirklich, weil die Lufthansa, das ist doch das alte Credo gewesen, dass man so etwas nicht macht. Oder die Lufthansa sagt mittlerweile, wir sind so groß und stark, wir brauchen im Prinzip das Ganze nicht wirklich durchziehen, weil wir haben so viel Power, dass wir auch einer Regierung gegenüber eine Machtposition haben. Kann ich mir auch vorstellen, dass man da so eine gewisse wir können vor Kraft nicht laufen Mentalität hat. Alles eine spannende Geschichte. Hier auch euer Kommentar. Ich bin heute mal gespannt, was so aus dem Konzern wird. Emirates. Emirates Promotion, Skywards, Meilen, allerdings im Zusammenhang mit IHG natürlich. Ja, das ist so, wer bei IHG übernachtet, kriegt doppelte Meilen als Skywards Member. Heißt also, normalerweise kriegt man 6 Punkte pro US-Dollar. Jetzt ist es so, 3 und bekommt jetzt 6, so rum ist es. Das heißt also doppelte Geschichten. Und wenn man sich für dieses Angebot angemeldet hat, heißt also, man bekommt 6 Meilen pro US-Dollar, 2 Base-Punkte plus 4 Bonus-Punkte bei folgenden Marken: Internet, Conti, Kimpton, Regent, Hualux, Crown Plaza, Hotel Indigo, Even, Voco, Holiday Inn, Holiday Inn, Express Holiday Inn, Club Vacations, Avid,
Atwell Suites and Vignette Collection. Drei Meilen pro Della heißt also ein Base, zwei Bonus gibt es bei Candlewood Suites, Taybridge Suites, Atwell Suites und The Venetian, The Palazzo Las Vegas. Also für jeden, der bei den Freunden IHG sammelt, kann dort Freude bekommen. Jetzt habe ich doch wieder mit der Sendung 15 Minuten gesabbelt für euch. Ich dachte, ich werde kürzer, aber das Hotel hatte eben auch Feueralarm gehabt. Da mussten wir rausrennen. Hamburg hat strahlendes Wetter. Und ich gucke auch mal, ich nehme euch mal mit, dass das, hoffen wir mal, dass das Kabel, na, das Kabel ist nicht lang genug. Da schauen wir noch mal raus. Da seht ihr meinen Blick aus dem Hotel. Hamburg lacht, die Sonne knallt. Also von der Seite jetzt einfach nur wieder tschüss, bis morgen. Und vielleicht gibt es auch etwas nachher von Ricardo. Ich muss mal gucken, ob ich da was filme für euch. Also, Kanalmitglieder freuen sich immer als erstes. Also, bis dann. Ciao, ciao.